So, dann lass uns mal wieder in den Nomad reinsteigen und hier in der Ecke ist, glaube ich, erstmal nichts für uns, oder? Vor allen Dingen für die Markierung wird auch nichts angezeigt. Also ich weiß nicht so richtig, was genau sie jetzt... Vielleicht ist es auch einfach nur, dass hier eben auch was ist. So, dann machen wir auf jeden Fall mal dahin. Dann können wir die Lebensfähigkeit des Planeten auf jeden Fall schon mal ein ganzes Stück steigern, wenn wir jetzt das auch noch aktivieren. Das wird sehr schön. Sie sind ziemlich anti-Nexus. Sogar für einen Kroganer. Ist das Ihre Aufgabe hier? Sachen bemerken? Meine Aufgabe ist, Ryder den Rücken zu decken. Wer deckt Ihren? Das werden wir rausfinden, Großer. Ein sympathischer Kerl. Okay, hier scheint der Punkt zu sein. Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Jo, klingt gut. Wunderbar. In der Region sind Abbauzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie ihrem NAV-System hinzugefügt. Okay, schade. Wiederhergestellt. Die Lebensfähigkeit steigt bloß um 2 Punkte. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Ja, also was die Abbauzonen angeht, das werde ich dann vielleicht mal irgendwann so, ja, für mich noch abbauen. Mal schauen, wie ich das genau mache. Auch mit dem Erinnerungsauslöser. Ich weiß nicht, ob ich jetzt extra noch darüber mache. Aber ich meine, hier drüben sind noch Wege angezeigt. Das heißt, ich glaube, wir haben da noch nicht alles entdeckt, ne? Kann das sein? Ich weiß halt nicht, was wir hier drüben dann genau noch finden. Das ist die Sache. Auch hier können wir noch weiter. Ich glaube, ich fahre erstmal noch ein bisschen nach Südosten. Dann schauen wir uns nach oben die Ecke mit dem Erinnerungsauslöser an. Und dann ist aber auch gut für EOS. Dann wollen wir auch was Neues sehen. So, ich versuche mich zu beeilen. Wir heizen ja immerhin mit über 120 km/h durch die Gegend. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Danke für den Hinweis. Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ich weiß, aber es ist gerade nichts so wirklich da. Na gut, lassen wir das mal weg wieder, das Abbauinterface. Wir wollen uns weiter hier umschauen einfach nur. Oha, meine Überlebensfähigkeit sinkt gerade rapide, fällt mir auf. Warte mal, was ist denn da los? Okay, hier sind Berge überall. Das ist natürlich ungünstig. Wie ist denn das jetzt passiert? Seht ihr das auf dem Radar? Auf dem Radar unten in der Ecke bei der Anzeige für unsere Lebenskraft? Ich registriere einige Camps zwischen diesem Bergungsgut. Aha. Die Lebenserhaltung ist im kritischen Bereich. Ja, dann steigen wir mal aus, wa? So. So, räumen wir zumindest mal die Cat weg. Das können wir noch schaffen. Ups. Ja, aber wir sterben trotzdem. Ich weiß nicht, warum sinkt denn die Lebensfähigkeit so extrem von dem Nomad da in der Ecke. So, wir fahren mal fort. Sind wir halt gestorben, ist ja nicht so schlimm. Wir müssen uns aber irgendwie da die Ecke noch anschauen. Also das will ich schon wissen, was da jetzt liegt. Oh, ernsthaft? So weit drüben? Na gut, ich meine, klar, muss ja eigentlich da wieder anfangen. Es war hier, glaube ich, irgendwo, ne? Das will ich jetzt wissen. Was da genau ist. Die Strahlenbelastung nimmt zu. Ja, damit leben wir jetzt mal. Müssen wir uns beeilen? Das ist schon machbar. Ich mag Hudus. Wenn man es richtig angestellt hat, konnte man einen Dreschlund direkt in einen reinlocken. Und dann war er Matsch. Was sind Hudus? Muss auf jeden Fall was Großes sein, wenn ein Dreschschlund hineinpasst. So, hier bei dem Relikt-Dingens waren wir ja schon. Jetzt müssen wir bloß noch die Stelle mit dem Cat wiederfinden. Okay, ich glaube, hier ist einfach in der Ecke die Strahlenbelastung extrem hoch. Scheiße. Ja, hier leben wir nicht lang. Das ist halt so, wie es aussieht. Catshot. Vielleicht ist ja was Brauchbares dabei. Vielleicht können wir uns die Ecke auch wirklich erst anschauen, wenn wir ein bisschen stabileres Auto haben. Kann das sein? Die
ein bisschen aufbauen. Ja, ich glaube, das werden wir erst später machen können. Wir lassen die Ecke erstmal außen vor, aber ich merke mir, dort ist was. Okay. Vielleicht müssen wir auch die Lebensfähigkeit des Planeten erst vollkriegen. Wer weiß. Kann ja sein. Bevor wir dort irgendwie weiterkommen. Ich glaube, da hinten würde es auch immer noch weitergehen. Oh, warte mal. Ich kann Schnellreisen unternehmen. Das ist natürlich gut. Das machen wir. Dann müssen wir jetzt sicher über den ganzen Planeten wieder zurückreisen. Das ist ganz schön. Na, wir schauen mal. Hier wollen wir hin. Wie kommen wir denn da jetzt am besten? Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwie durchkomme. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, über Süden ist dann vielleicht das Beste. Weil es ist einfach sehr steil hier nach oben hin, wa? Oder kommen wir... Wir probieren mal davon. Irgendwo muss es doch so durchgehen. Oder hier diese Höhle, wie wär's damit? Wo führt die denn hin? Wir haben Scheinwerfer? Oh, nett. Bräuchte Gegner. Aus unseren Außenposten und eine Archenrettungskapsel. Wo haben Sie die denn her? Sie werden sie nicht behalten. Sieh mal an. Wir haben Gegner gefunden. So, ich würde sagen, wir lassen die Freunde erstmal rankommen, oder? Okay, Drake ist anderer Ansicht. Ganz offensichtlich. So, ich möchte trotzdem ein bisschen Abstand wahren. Das kann nicht schaden. Was geht denn mit ihm ab? So, wir gehen mal ein bisschen auf Distanz. Okay. Hinein. Um sich schlagen kann man immer, das funktioniert. So, nochmal ein bisschen Cadmium im Kampf sammeln. Warum auch nicht? Da hat jemand Spaß. Okay, ich glaube, wir haben Ruhe, oder? Sieht gut aus. Waffen weg. So, und jetzt sammeln wir erstmal kurz Überreste. Das lief doch ganz gut. War jetzt auch nicht der übelst herausfordernde Kampf, muss ich zugeben, aber hätte auch schlechter laufen können. Kettpanzerung für uns. So, hat er hier unten noch jemand was fallen lassen? Nee, ne? Ich behalte die Ecken im Auge. Mach das. Falls nötig, könnten diese Höhlen den Leuten eine sichere Zuflucht bieten. Wenigstens sind wir jetzt mal aus der Sonne raus. Kein Sonnenfreund. So. Ich schaue mir auch mal so eine Ecke an. Ist schon recht finster hier, wa? Noch mehr Alien-Tech. Okay. Dann sollten wir mal hier uns ranmachen. Oh, ein Terminal. Sieh mal an. Ein Audiolog, wahrscheinlich mit Cat-Gebrabbel oder was gibt's da? Lothen Nikeron, Salarianer. Dirane R11 Olor. Ich brauche Hilfe. Ist das der hiesige Anführer der Cat? Der Kerl, dem Sie folgen? Auf jeden Fall haben sie den Salarianer gefunden. Wo auch immer sie den aufgetrieben haben. Ich glaube, die Cat wissen auch nicht so richtig, was sie mit den Neuankömmlingen anfangen sollen. Ich meine, man stellt sich mal vor, da kommen welche aus einer fremden Galaxie. Und man meint, alles zu kennen in seiner Umgebung. Und dann tauchen nochmal komplett neue Gestalten auf. Die natürlich auch ein bisschen aggressiv sind. Weil man will halt Selbstschutz betreiben. So, können wir den Wagen scannen? Nein. Okay. Hätte sein können.
Gut, schauen wir uns mal da oben um. Oh, warte mal, hier geht's. Hier geht's wieder raus? Okay. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob das ein Tunnel oder eine Höhle ist, aber es ist doch ein Tunnel. Komme ich hier hoch mit dem... Ja, mit dem Jetpack? Irgendwie wahrscheinlich schon. Wenn Ryder mitmachen würde, dann würde es klappen. Ja, danke. Jetzt hättest du es nicht mehr machen müssen. Jetzt wollte ich sowieso gerade den Boost benutzen. Okay. Dann schauen wir doch mal. Sieh mal an. Sie haben sie offenbar gefunden, während sie durchs All getrieben ist und dann hierher gebracht. Ich kann ihre Ursprungsposition nicht bestimmen, Pathfinder. Ich frage mich, ob es die Arche geschafft hat. Hoffen wir's. Die haben die Salarianer-Arche gefunden? Sieh mal einer an. Ich war mir schon gar nicht sicher, ob wir überhaupt auf irgendwelche Arschen noch stoßen werden hier, auf irgendwelche anderen. Aber scheint wohl so auszusehen, als ob wir doch irgendwann mal zumindest Anzeichen von denen finden. So, her mit dem Cadmium, da können wir ganz viele Batterien herstellen. Wobei ich bezweifle, dass man in den Zeiten da noch Cadmium-Batterien herstellen wird, Cadmium-basierte. Aber besser als nichts. Ich meine, funktionieren tun sie, auch wenn sie giftig sind wie Sau. Okay. So richtige Anhaltspunkte haben wir ansonsten ja aber nicht wirklich, ne? Die Ecke da drüben hatten wir jetzt schon erkundet, oder? Oh, ich blicke ja nicht mehr durch, hier sieht alles gleich aus. Mann, Mann, Mann. Gehen wir nochmal hier rüber. Doch, ich glaube, da war ich schon. Das war, glaube ich, die erste Ecke, in der ich war, oder? Die Taschenlampe ist auch ein Witz. Damit siehst du gar nichts. Ja, 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 da war ich schon. Genau, hier war das Terminal mit dem Audiolog. Okay, ich würde sagen, dann schnappen wir uns den Nomad und schauen mal, dass wir hier nach Westen, nicht nach Osten. Hops. Auf der Stelle gewendet mit dem Booster. Ja, schauen wir mal, dass wir nach Westen weiterkommen und ob es hier noch eine Cat-Basis gibt oder ob hier irgendwie noch irgendwas zu finden ist von denen. Hallo. So, müssen wir mal schauen. Oh fuck, unsere Lebensqualität steigt schon wieder, sinkt schon wieder rapide. Wie machen wir das? Ich glaube, wir rasen so schnell wie möglich darüber und versuchen das noch zu kriegen, bevor wir sterben. Keine Ahnung, ob das klappt. Und dieser Relikt-Short seinen Job macht. Können wir auf Eos vielleicht wirklich einen Außenposten errichten? Hoffentlich haben wir weiterhin Glück. Die ganze Initiative hängt von einer Technologie ab, die wir noch nicht verstehen. Ich glaube, wir sterben gerade. Die Systeme versagen, Pathfinder. Ja, 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 ich merke schon. Wow. Haben das alles die Cat gebaut? Sie haben hier nicht bloß eine Basis. Das ist ein ganzer Stützpunkt. Haha. Na, Glückwunsch. Warte mal, wir müssen mal ganz kurz auf die Karte schauen. Heilige Scheiße, hier ist einiges an Fläche nochmal. Wir müssen auf jeden Fall hier einen Außenposten, hier einen Aufklärungsposten errichten. Okay, meine Systeme sind total im Eimer, also keine Ahnung, wie lange wir überhaupt noch leben, aber ich mach mal ganz schnell zu dem Erinnerungspunkt. Gute Arbeit. Was? Gute Arbeit? Wofür? Was ist das denn? Na, sieh mal einer an. Komm, kletter hier hoch. Was ist das denn? Oh, warte mal, ist das... Jetzt muss ich noch mal kurz auf die Karte schauen. Ich bin total verwirrt hier. Ah, okay, das ist so ein kleines Zwischental, wo wir hier noch den unbekannten Punkt haben. Alles klar. Dann lass da mal hinbrausen, bevor wir sterben. Mal sehen, ob es hier irgendwie Sicherheit gibt für uns. Ich glaub's nicht. Nee. Nur noch mehr Relikte und noch mehr Tod für uns. Na, herzlichen Glückwunsch. Okay, das sollten wir uns dann bei Gelegenheit auch noch mit anschauen. Ich weiß halt nicht, die Systeme versagen, aber wir leben noch. Also,
geht's uns gut oder nicht so? Ich weiß es nicht. Ist jetzt vielleicht gerade nicht der beste Zeitpunkt, um zu kämpfen, oder? Ich glaube, ich heb mir das für später auf. Wir sehen uns. Okay, es ist ein extrem gefährliches Gebiet. Vielleicht bietet es sich an, das wirklich später erst zu erkunden. Vielleicht ist es auch so angedacht, dass wir nicht den ganzen Planeten auf einmal erkunden sollen, sondern nach und nach. Und ich würde sagen, das tun wir auch. Wir machen jetzt erstmal wieder zurück zum Siedlungsort hier nach Prodromos. Und dann werden wir uns auf die Tempest zurückziehen und schauen, dass wir mit der Story erstmal weitermachen. Das alles können wir uns noch später anschauen. Wir haben auf jeden Fall gesehen, da gibt es eine ordentliche Bedrohung für uns. Kann ganz witzig werden. So, na dann. Auf zur Tempest, wa? Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwelche anderen kleinen Minimissionen hier hatten. Aber wenn ich mich recht entsinne, hat das Logbuch da nicht wirklich Aufschluss drüber geboten. So, Ten hat sie gebeten, nach Hinweisen nach den verschollenen Archen zu suchen. Ach so, das ist bloß allgemein. Ganz allgemein. Ich habe halt keine Ahnung, gibt es hier noch irgendwelche Untergruppen, in denen wir dann noch kleinere Quests finden können. Also sowas wie eben gerade das mit den Leuten, die Relikte reaktivieren wollen und so. Das wird nirgendwo so richtig angezeigt. Das finde ich irgendwie ein bisschen doof. Vielleicht habe ich es auch einfach noch nicht gefunden. Kann auch sein. Oh, warte mal. Ah, sieh mal an. Ich war die ganze Zeit in einem Unterpunkt. Das war das Problem. Okay, dann schauen wir hier nochmal. Kryo-Betriebvorteile. Mit Allison auf der Nexus sprechen. Mit Tenem Pathfinder Hauptquartier auf der Nexus sprechen. Schon wieder. Ah, siehst du mal. Der Eos-Strahlung Zeit geben, sich aufzulösen. Es wird also mit der Zeit dann alles ein bisschen bewohnbarer. Damit wäre die Frage doch auch schon mal geklärt. So, der erste Mörder. Da müssen wir Nilken konfrontieren. Okay, das können wir auch noch machen. Siehst du mal, und hier haben wir noch ein ganzes Stück an Aufgaben. Oh, da haben wir ein bisschen was zu tun. Herzlichen Glückwunsch. Gut, okay. Ich nehme alles zurück mit dem Logbuch. Es ist doch sehr ausführlich und gut gemacht, wie ich das mir erhofft habe. Ich war bloß zu blöd, es richtig zu bedienen. Und damit verlassen wir diesen wunderschön hergerichteten Planeten fürs Erste und kehren auf die Tempest zurück. Sind im Steigflug. Atmosphärenaustritt erfolgt. Bevor wir mit der Besprechung beginnen, möchte ich PB und Drac noch ihre Quartiere zuweisen. Ich habe meinen Rucksack schon in die Küche gestellt. Ich würde gerne dort bleiben, falls das okay ist. Und ich bin in einer der Rettungskapseln. Das ist mehr mein Ding. Das ist fantastisch. Willkommen an Bord. Irgendwelche Anmerkungen, Ryder? Ist mir eigentlich... Eigentlich ist mir das Wumpe, wo ihr sitzt. Also ganz ehrlich... Wir sind Abenteurer. Solange sich das Team wohlfühlt, ist mir alles recht. Reden wir über unseren Erfolg auf Eos. Wir haben unseren ersten richtigen Außenposten errichtet und darüber hinaus noch mehr geleistet. Wir haben die Relikte entdeckt und sind in ihr Gewölbe eingedrungen. Und wurden nicht getötet. Haben die Strahlenkrankheit überwunden. Sogar mehrfach. Und sind nicht gestorben. Wurden an jeder Ecke von Kett angegriffen. Und wurden wieder nicht getötet. Sie sollten die Messlatte für das, was als Erfolg gilt, wirklich etwas höher legen. Sollen wir vielleicht die kroganische Definition von Erfolg nehmen, durch die ihre Heimatwelt von ihren eigenen Leuten zerbombt wurde? Bitchy. Auch wieder wahr. Konzentrieren wir uns auf die aktuelle Aufgabe. Den Blick genau. Nach vorne. Ich habe dazu nur eine Frage. Wann greifen wir das nächste Gewölbe an? Es sah aktiv aus. Wir müssen handeln. Langsam, langsam. Wir dürfen keinesfalls vorschnell handeln. Die Initiative hat Prioritäten. Das Team bestimmt, was gemacht wird. Genau genommen bestimmt der Pathfinder, was gemacht wird. Nur damit das klar ist. Also, was brauchen Sie von uns, Ryder?
Lassen Sie uns einander freundlich behandeln und Vertrauen geben. In dieser Hölle eine Heimat für Zehntausende zu finden, ist stressig genug. Auch ohne Probleme miteinander. Verstanden, Boss. Organa sind bekannt dafür, gut mit anderen auszukommen. Definitiv. Aber nicht für ihre Bescheidenheit oder ihre präzise Selbsteinschätzung. Okay, zurück auf die Nexus. PB Drag, lassen Sie sich von Lexi durchchecken. Gute Besprechung. Ich glaube, daran wirst du noch üben müssen. Damit sind wir wieder auf der Tempest. Ja, ich glaube, es ist am wichtigsten, wenn wir erstmal dafür sorgen, dass unsere Leute miteinander klarkommen. So, wir können Verbesserungen jetzt hier im Forschungszentrum ausüben, das ist klar. Nee, also es ist wichtig, dass unser Team miteinander klarkommt, finde ich, weil wir haben jetzt schon mal den ersten Erfolg erzielt und wir müssen ja jetzt nicht so ultra auf die Tube drücken. Aber da wir nirgendwo anders hin können, sollten wir schon miteinander auskommen. Das ist, glaube ich, schon ziemlich wichtig dabei. So, schauen wir mal. Keine Kontaktoptionen. Sehr schade. Hätte sein können, dass wir mit irgendjemandem reden können. So, und dann machen wir mal unsere kleine Runde über die Tempest. Wenn Sie mal kurze Zeit haben, schauen Sie doch bitte in der Krankenstation vorbei. Und alle reden wieder durcheinander. Ja, wir kommen gleich auf die Krankenstation. Warte mal, gab's die E-Mails hier? Ich habe das schon wieder vergessen. Nee, ne? Hier gab's wirklich bloß dieses eine Com-Terminal. Ja. Ein sehr nützlicher Punkt hier oben. Nicht. So, hier haben wir Einsatzteam-Missionen. Ich muss auf jeden Fall mal in den Einsatzteam-Missionen meine Items wieder einsammeln, meine Belohnungen. Da bin ich nämlich fast am Maximum. So, Kiosk und Forschung, alles klar. Das werde ich mir, habe ich ja schon erwähnt, mal anschauen, abseits der Aufnahme. Vielleicht, wie gesagt, da ich sowieso hier in der Nähe vom Forschungszentrum... Ich bin im Rettungskapselraum. Ja, ist gut. Da ich sowieso in der Nähe vom Forschungszentrum die Aufnahme beenden möchte, würde sich das ja anbieten, dass ich dann auch das mal mit check. Das heißt, beim nächsten Mal können wir dann vielleicht verbessern. Der Pathfinder dreht seine Runde. Und sie besuchen sogar die miesen Ecken, hm? Wollen Sie sich mal ansehen, wie sich das Gesindel so durchschlägt? Naja, es ist eben ein Scheißjob. Sind Sie der Sprecher des ganzen Gesindels? Sein König, um genau zu sein. Sie sollten sich also vielleicht verneigen. Ansonsten weiß man nie, welche Teile der Nomad verlieren könnte, während sie da draußen sind. Ich denke, ich lasse es drauf ankommen. Okay, ich wollte nur mal sehen, wie es dem Schiff so geht. Ich kann aus diesem Baby mehr rausholen, als viele denken, aber wir sollten trotzdem immer mal wieder einen Zwischenstopp an der Nexus einlegen. Zumindest vorerst. Wissen Sie eigentlich, wie gut es sich anfühlt, wieder unterwegs zu sein? Wenn man zu lange untätig ist, wird man träge. Das gilt für uns genau wie für Schiffe. Wirklich. Als ich auf der Nexus festsaß, habe ich es echt bereut, mich der Initiative angeschlossen zu haben. Ich bezweifle, dass das nur Ihnen so ging. Ja, aber für mich ist Reue etwas vollkommen Neues. Ich neige dazu, so zu leben, wie ich arbeite. Nach dem Motto, fühl es, tu es. Ohne zu viele enge Bindungen und ohne große Ziele. Ich dachte, vielleicht finde ich ja in Andromeda meine wahre Bestimmung. Dann bin ich hier angekommen und, ups, musste feststellen, dass es kein Zurück mehr gibt. Ich bin auf dieser Station fast wahnsinnig geworden. Sie können sich nicht vorstellen, wie glücklich ich war, als Sie aufgetaucht sind. Wir erkunden diesen Cluster und irgendwann auch die gesamte Galaxie. Wenn Ihre Bestimmung hier liegt, werden wir Sie finden. Dann stellt sich nur noch die Frage, was ich damit anfangen werde. Aber bis es soweit ist, entscheiden Sie einfach weiter, wohin dieses Schiff fliegen soll und ich sorge dafür, dass es auch dort ankommt. Einverstanden? Einverstanden. Okay, wunderbar. Haben wir dann doch mal ein paar Worte mit Jill gewechselt? Gil? Ich weiß gar nicht, wie wird er denn ausgesprochen? Der war ja beim letzten Mal doch ein bisschen weniger quatschfreudig, von daher ist es ganz nett. Können wir ja eigentlich runter? Nee, ne? War auch interessant, dass wir jetzt direkt abgefangen wurden, dass wir die Tür geöffnet haben. So, können wir mal den Aufzug benutzen? Das haben wir noch gar nicht gemacht. Beim letzten Mal sind wir ja runtergehüpft hier, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Vielleicht können sie dich ja bei der Kommunikation brauchen. Störe ich? Oh, hey, Pathfinder. Der Pathfinder ist bei dir? Lass mich ihm Hallo sagen. Na schön, aber blamier mich nicht. Ryder, das ist Cid, meine Schwester. Cid, Ryder. Lassen Sie mich raten.
Ihre kleine Schwester? Wen nennen Sie hier klein? Hör mal, Kleine, ich muss Warte, jetzt los. Warte, Ryder, ich wüsste gerne, ob... Abgewürgt. Also, ich weiß, es wirkt, als wäre ich einfach so an Bord Ihres Schiffes gegangen, ohne jede Erklärung. Ich hätte dasselbe getan, um von der Nexus runterzukommen. Das war nicht der Grund. Natürlich will ich die Galaxie erkunden, aber eigentlich bin ich hier, um zu arbeiten. Ich kenne jedes Mitglied der Besatzung. Ich weiß sogar, welche Aktoren Gil für das Schiff bevorzugt. Und was noch besser ist, ich weiß, wie man sie besorgt. Mit mir kann Ihre Crew das Beste aus sich herausholen. Hier ist seit Monaten alles nur schiefgegangen, Ryder. Aber jetzt, wo wir Sie haben, haben wir da draußen eine Chance. Oh, kann man hier gleich die Beziehung stärken? Oh, warum eigentlich nicht? Wow, das nenne ich mal engagiert. Wirklich? War es zu viel? Manche Leute schüchtert es ein. Wir brauchen diese Art von Begeisterung. Ich hoffe nur, ich kann dem gerecht werden. Das werden Sie schon. Und falls nicht, behalte ich es für mich. Versprochen. Ich sollte mich jetzt auf die Suche nach Gils Aktoren machen. Ein paar inoffizielle Quellen anzapfen, wenn Sie verstehen. Bis später, ja? Okay, da hat man die Option, die Beziehung zu stärken und schon wird er irgendwie ein bisschen creepy und schleimig. Das ist irgendwie seltsam. Ich weiß auch nicht. Oder ging es jetzt nur mir so, dass da plötzlich so ein Unterton drin war, so ein... Naja, gut.